Die Implantatbettgestaltung am Beispiel eines Conlog Progressive Line Implantats ProMode Plus des Durchmessers 4,3 mm und der Länge 13 mm. Der Rosenbohrer dient zur Ankörnung der Corticalis, wodurch das Ansetzen der später verwendeten Bohrer erleichtert wird. Die kugelförmige Spitze des Rosenbohrers wird dabei bis zum Äquator eingesenkt. Mit dem Pilotbohrer werden Tiefe und Achse des Implantatlagers bestimmt. Die Tiefenmarkierungen auf dem Bohrer entsprechen den Implantatlängen 7, 9, 11, 13 und 16 mm. Nach der Bohrung werden Tiefe und Achsausrichtung des Implantatlagers mit dem Parallelisierungspfosten mit Tiefenmarkierungen kontrolliert. Die weiteren Bohrungen werden mit den Formbohrern durchgeführt. Die Durchmessererweiterung erfolgt in aufsteigender Reihenfolge der Flexbohrer bis zum geplanten Implantatdurchmesser. Durch die enge Durchmesserabstufung wird eine schonende Präparation des Knochens erzielt. Formbohrung 3,3 mm. Formbohrung 3,8 mm. Formbohrung 4,3 mm. Nachdem die Durchmessergröße der Kavität festgelegt wurde, muss der Profilbohrer Flex zum Formen des kristallen Anteils der Kavität angewendet werden. Bei Knochenqualitäten D1 und D2 ist die Verwendung des Dense Bone Drills erforderlich, um das Drehmoment beim Einbringen des Implantats zu reduzieren. Bei einem sehr harten Knochen kann der Dense Bone Drill 2 zum Einsatz kommen. Alle Conlog Progressive Line Implantate besitzen ein progressives Gewinde. Mit Hilfe des Eindrehinstruments kann das Implantat sowohl maschinell als auch manuell in den koronalen Anteil des Implantatbetts eingeführt werden. Beim Erreichen der geplanten Insertionstiefe sollte eine der drei Nuten eine vestibuläre Ausrichtung aufweisen, da von einer Nut die Abwinkelung der Abatmens ausgeht. Nachdem die Überprüfung der Implantationstiefe sowie der Nutenposition erfolgreich abgeschlossen wurde, wird der gesteckte Einbringpfosten aus dem Implantat gezogen. Die mit dem Schraubendreherhex aufgenommene Implantatverschlussschraube kann nun manuell dosiert in das Implantat eingedreht werden. Die Implantatverschlussschraube darf nur mit dem Schraubendreherhex von Hand kontrolliert festgedreht werden.